Card Complete ist ein österreichisches Unternehmen, das sich voll und ganz der Erarbeitung, dem Verkauf und der Betreuung von Zahlungsverkehrslösungen verpflichtet fühlt. Wir entwickeln auf der einen Seite Kreditkarten, die wir an Privatkunden über die österreichischen Banken vertreiben. Auf der anderen Seite betreuen wir zigtausende österreichische Unternehmen, die Kreditkarten und Debitkarten akzeptieren. Das ist der eine Teil und der nach außen sichtbare im Hintergrund, und das ist der fast wichtigere Teil noch unserer Aufgabe, ist, diese Transaktionen für die Privaten, für die Unternehmen so sicher und so effizient wie möglich zu gestalten. Und wir wickeln im Jahr über 100 Millionen Transaktionen ab. Da ist ein riesiger technischer Aufwand auch dahinter. Man könnte fast sagen, wir sind ein IT-Unternehmen mit Zahlungsverkehrsprodukten. Wir lernen nochmal die Praktikanten am Anfang kennen. Da stellen wir die einzelnen Bereiche vor. Sie sehen dann einmal wirklich, also wie das Kreditkartengeschäft abläuft. Das fängt an von dem, dass Sie sehen, wie Karten produziert werden, wie die ganzen internationalen Abläufe im Hintergrund ablaufen. Das ist sehr spannend, weil man natürlich nicht denkt, dass ein Kreditkartenprodukt so komplex aufgebaut ist. Und das versuchen wir Ihnen zu vermitteln. Natürlich ist die Zeit begrenzt, aber ich glaube, man kann schon einen sehr guten Einblick in diese Kreditkartenwelt gewinnen. Jugend und alle Mitglieder des heranwachsenden Marktes spielen bei uns eine ganz besondere Rolle, als wir uns zum einen verpflichtet sehen, eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen, indem wir Produkte dem Markt zur Verfügung stellen, die verantwortungsvoll von unserer Seite gestaltet und gestioniert werden. Wir sind daran interessiert, dass schon Jugendliche lernen, mit Zahlungsverkehrsinstrumenten umzugehen, verantwortungsvoll umzugehen, denn, und da steht ein sehr konkretes wirtschaftliches Interesse unsererseits dahinter, wir wollen in weiterer Folge, wenn diese Jugendlichen dann zum Erwachsenen werden, im Arbeitsprozess eingegliedert sind, über ein regelmäßiges Einkommen verfügen, unsere Produkte als das präferierte Zahlungsmittel bei diesen Menschen etablieren, aber in einer Form, die Menschen nicht dazu führt, dass sie in wirtschaftliche Notlagen kommen, sondern dass sie schon eben sehr früh gelernt haben, verantwortungsvoll damit umzugehen und es als einen zusätzlichen Nutzen und Wert zu sehen, auf diese Produkte zurückzugreifen, ohne eben, wie gesagt, in die Richtung zu gehen, dass es über ihre Verhältnisse oder im schlimmsten Fall in die Richtung der Verschuldung geht. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass die Praktikanten gerade in den Entwicklungsbereichen, wo sie kreativ selbst arbeiten können, sehr großes Interesse haben. Im Wesentlichen werden das unsere Produktmanagementkarten und Akzeptanzpartner sein, wo wir die Praktikanten einsetzen. Mit eingebunden ist auch Marketing und Kommunikation. Da können die Praktikanten sehr gut in Projekten mitarbeiten und haben wirklich also auch die Möglichkeit, da kreativ unser Team zu unterstützen. Die YPT-Praktikanten müssen einerseits durchaus sehr selbstständig arbeiten. Wir teilen ihnen oder wir geben ihnen Projekte, kleinere Projekte, wo wir auch gerne möchten, dass die Praktikanten sich untereinander austauschen, also auch teamfähig sind, untereinander sich gegenseitig unterstützen. Dann müssen sie natürlich auch kommunikationsstark sein, auch mit anderen Bereichen Dinge besprechen. Das sind wesentliche Punkte, die wir von den Praktikanten voraussetzen. Wir haben uns deshalb auch heuer wieder für die Teilnahme entschieden, weil wir es für ein ganz außergewöhnliches Projekt halten und weil die Erfahrung, die wir in den letzten beiden Jahren mit den Praktikanten, die bei uns im Haus waren, gemacht haben, eine ganz hervorragende war. Das sind junge Menschen, die durch den Auswahlprozess, durch die Teilnahme an dieser Challenge bewiesen haben, dass sie bereit sind, Außergewöhnliches zu leisten. Sie sind bereit, kreativ außerhalb der üblichen Grenzen und Horizonte zu denken und haben in allen Fällen, die wir bislang betreuen durften, eine riesige Bereicherung fürs Unternehmen dargestellt. Wir haben mit unseren YPT-Praktikanten in den vergangenen Jahren sehr positive Erfahrungen gemacht.
Wir wurden sogar einmal sogar schon weiterempfohlen und ein Absolvent der YPT-Challenge hat uns dann als erstgereihter Schüler sogar als unser Unternehmen ausgewählt. Das hat uns auch sehr stolz gemacht. Aber sie haben wirklich auch sehr einen guten Input für uns im Unternehmen geliefert, weil sie uns wirklich also ein bisschen die Sicht von außen auch gezeigt haben. Und oft ist es so, dass man dann schon ein bisschen betriebsblind ist, wenn man sich mit Dingen im Unternehmen beschäftigt. Und so war es wirklich eine gute Möglichkeit, da von den Praktikanten auch die Inputs zu nutzen, die sie uns gebracht haben.